Hallo zu einem neuen Video. Wir sind gerade ein bisschen unterwegs und suchen gerade einen Tunnel. Da wollen wir ein bisschen was drehen und Fotos machen. Neue Kamera testen. Und ja, ich nehme euch mal mit. Ich glaube nicht, dass es ein Lost Place Video werden wird, weil ein Tunnel, weiß ich nicht, ob der so interessant ist. Aber Taschenlampe ist am Start. Alles andere auch. Und ja, los geht's. Ah, guck mal. Da haben wir den Schwelmer-Tunnel. Da wollen wir übrigens hin. Das ist das Gute, wenn man eine GoPro hat. Die passt überall zwischen. Geopark Ruhrgebiet, Schwelmer-Tunnel, Übersicht. Tunnel und Gelände, das lese ich euch jetzt nicht alles vor. Guck mal, die passt genau hier zwischen. Ah. Also es ist zwar minus 3 Grad, aber tatsächlich ist das Wasser da unten nicht gefroren. Wieso ist das so? Hier haben wir noch was. Schwelmer-Tunnel. Hirsch? Zungenfahren. Was? Da ist der Hirsch mit der Zunge. So, die Nase läuft schon wieder. Handschuhe sind da, aber eigentlich auch viel zu dünn. Aber heute habe ich mal meine Mütze dabei. Das heißt, meine Ohren werden nicht erfrieren. Hoffe ich zumindest. Obwohl, der Tunnel ist schon da vorne, sehe ich gerade. Ach, ist doch gar nicht so weit. Gucken, ob der überhaupt auf ist. Ich glaube, man sieht ihn schon. Haben wir sogar ein kleines Bächlein. Wie gerade die Felsen hier sind. Ja, ist halt durchgeschnitten. Ja. Auf der Seite nicht so ganz gerade. Auf der Seite schon sehr gerade. Sieht richtig gut aus, als ob wir in irgendeinem krassen Gebirge hier sind, ehrlich. So, wir sind jetzt schon 8 Kilometer gelaufen. Das heißt, ich mache jetzt erstmal eine Pause. Nein, Spaß. Ab jetzt wird meine GoPro lichttechnisch wahrscheinlich versagen. Ich werde gleich mal meine Kamera anmachen. Meine Dings. Hier. Meine Taschenlampe. Guck mal, die Wappen, die sehen auch geil aus da oben. Nice. Video überwacht, schön. Müssen wir mal suchen, wo die Videoquelle ist. Aber hier ist ja nicht verboten, lang zu gehen, ne? Hinter mir ist gerade der Tunnel. Den erkunden wir jetzt gleich. Ich hoffe, man hört mich, ich hoffe, man sieht mich. Und let's go! So, wir sind gerade im Tunnel angekommen. Ich versuche mal meine Taschenlampe anzumachen. Die wird hier wahrscheinlich gar nichts können. Wuhu! Wuhu! Hallo! Das sieht schon cool aus hier. Es gibt direkt. Da ist übrigens Licht, eine Lichtquelle, wahrscheinlich für abends, wenn ihr spazieren geht. Es gibt übrigens direkt nebenan noch einen Tunnel. Da sind noch Schienen. Ich weiß nicht. Ich glaube, da soll auch der Verkehrsalarm sein, oder? Alarmgedicht. Vielleicht gibt es ja hier irgendwelche Nischen, die man erforschen kann. Und das Schöne ist, Leute, ich kann euch jetzt alles filmen und mein Videomaterial flackert nicht. So. Jetzt kommt Insider's Marauder noch. Also ich würde sagen, wir haben nicht so wenig Licht hier, oder? Also ich mache mal meine weg. Guck mal, das ist nur die Marauder. Und das ist nur meine. Also sieht schon einen krassen Unterschied, würde ich sagen. Boah, ist die hell, die ist so gut, ne? Die war übrigens jetzt gerade wieder... Boah, das sieht creepy aus. Das kann ich nicht auffangen mit meiner Kamera. Film mal ein bisschen an die Wand, bitte. Ja. Guck mal. Das kann ich auffangen war mit der GoPro. Dunkelaufnahmen sind leider nicht so gut. Das ist schon geil. Wir laufen jetzt einmal den Tunnel komplett durch und dann laufen wir gleich nochmal zurück. So, ich weiß nicht, ob man mich sieht. Ich will mir jetzt nicht so krass ins Gesicht leuchten.
Insider leuchtet für mich mit, das ist ja nett. Ich leuchte einfach mal nach oben und hoffe, ich bin nicht zu krass angeleuchtet. Und wir laufen mal weiter durch den Tunnel. Also abends scheint auch hier, wie gesagt, eventuell eine Beleuchtung an zu sein. Da ist auf jeden Fall eine Lichtquelle oben. Obwohl die theoretisch ja auch tagsüber an sein könnte. Ne? Ihr seht ja, wie dunkel das hier ist. Zwischendurch irgendwelche nassen Pfützen. Pfützen ist zu viel gesagt. Eigentlich müsste doch in so einem längeren Tunnel, ne, wenn man hier so Nischen an der Seite hat, auch noch so ein Sicherheitsgang zum Rausgehen sein, oder? Dass wenn mal irgendwas hier brennt an dem Tunnel, dass man abhauen könnte. Das riecht übrigens schon ein bisschen anders hier jetzt gerade. So. Ich leuchte mal wieder ein bisschen nach vorne. So. Ich weiß gar nicht, wie lang der Tunnel ist. Ein Kilometer oder so? Was willst du schätzen? 780 Meter. 780. Fast ein Kilometer. Gar nicht so schlecht geschätzt. Ich weiß nicht, was da hinten für Autos stehen. Das interessiert mich auch immer. Ein direktes Haus ist da nicht. Ich hoffe, es ist keine Polizei. Aber hier ist halt auch keine Absperrung. Ne? Hier steht nichts von Betreten verboten. Leider sind schon draußen ein paar Bauarbeiten. Ich hoffe, es ist nicht zu laut. Ich wollte euch das hier mal zeigen. Ne? Könnt ihr da was sehen? Huh. Ihr seht ein bisschen was, ne? Und die Mauer hier. Ich bin zu klein. Halt mal. Ich bin leider ein wenig klein, deshalb weiß ich nicht, was da jetzt zu sehen war. Aber ich werde es in den Videoaufnahmen sehen. Ja, und wie gesagt, da hinten sind Bauarbeiter. Deshalb mache ich jetzt erstmal aus die Kamera. Das wollte ich euch aber noch zeigen. So, hier noch ein paar Abschlussworte, ne, zum Video. Also, das war der Tag am und im Tunnel. Wir haben coole Aufnahmen gemacht, wir haben cooles Videomaterial, wir haben auf jeden Fall coole Bilder gemacht und fürs Intro haben wir auch was Cooles gedreht. Das werde ich, weiß ich noch nicht, ob ich es hier mit ins Video reinschneide. Lasst euch überraschen. Ansonsten seht ihr es auf jeden Fall im Intro. Es wird cool, hoffentlich. Drohne war am Start, die Sony war am Start, hier. Und meine kleine GoPro war am Start. Das ist der Tunnel zum Abschluss nochmal. Und ja, die Sonne geht da hinten unter. Es ist auch langsam, ja, es ist schon den ganzen Tag echt kalt, aber ich bin mal angezogen, fast. Danke fürs Zuschauen. Lasst ein Like da, wenn es euch gefallen hat. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao.